Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich hatte eben Unboxing gemacht und das Hardware-Video bzw. Aufbau-Video des Badewannensets, nee, Badestationssets. Warte, das sieht so kacke aus. Ja, ich habe keinen Kameramann, ich mache alles alleine. So, ich hatte ja im Unboxing-Video schon gezeigt, wir hatten hier so einen Twister Baby, der ist hier hinten und da war auch dieses mit bei. Das ist halt, wo man den oben rauf machen kann, damit der höher ist, damit der nicht so tief ist, weil der ziemlich klein ist. So, und dann haben wir hier noch drei von diesen Sunny Sangenic Tech Filtern. Die sind so groß. Also sehen auf der Verpackung kleiner aus. Und irgendwie mit einem Deckel drauf. Die haben auch keinen Deckel, da ist ein Loch. Die sind so verpackt und da drinnen sind, wie ihr das seht, sind die. So. Und die sollen denn da rein? Ach so, gut. Kann man hier so einhaken. Und dann passen drei Stück da rein. So, der Karton ist leer. Drei Stück passen da rein. Also, dass ihr immer Vorrat habt. Weil wenn man die dann im Schrank hat, so wie meine Frau, auch ist irgendwas leer, ja, ist im Schrank. Ja, welchen Schrank? Ja, den Schrank. Aber da ist Haufen Zeug drin. Ich packe mir das ja immer zurecht und dann ist das alles immer in der Nähe und dann sagt meine Frau immer, das ist zu viel. Da kann man auch laufen. Sagt meine Frau. Ach, da ist so ja schon so ein Ding ist schon eingebaut sogar. Oh Gott, mir juckt die Nase. Hasi, guck mal nach. Hier ist auch noch mal Pappe. So. Ah, okay. Ich sehe es gerade. Hier haben wir dann mal zum Durchschneiden. Also hier haben wir ein Scherensymbol. Und hier. Ach so, das sind. Ah, alles klar, ich sehe es. Das sind, ist praktisch ein langer Schlauch und da macht man dann so einen Knoten oder der ist schon gemacht, das weiß ich nicht. Wartet mal, da muss ich das hier nochmal rausheben. So, achso. So, was? Okay. Also ich glaube, das muss man selber machen, denn ich habe keine Ahnung. So, und hier kommt der praktisch dann so rauf. Warte, ich muss richtig gucken. Ja, den Knoten musst du selber machen. Ach, den Knoten? Meine Frau sagt gerade, den Knoten muss man selber machen. Ah, okay. Gut, dadurch hält er natürlich hier ordentlich fest. Durch die, also wir haben hier so Plaste-Verstrebungen sind das. Und den könnt ihr eigentlich auch so auf den Boden stellen oder auf dem, wenn ihr einen großen Platz auf dem Wickeltisch habt, dann kann das auch dahin. Aber wir nicht. So, und dann macht man das hier einfach ruf. Dann ist das drauf. Dann nimmt man den Deckel. Was ist denn los, mein Schatz? Und den Deckel macht man dann einfach hier rauf. Muss der rastet hier auch ein. Also seht ihr das? Ja? Und wenn wir das jetzt hier hochheben. Ich muss erst mal gucken, wo das denn hier aufgeht. So. Ach, das ist so ja Gummi hier oben, das Logo. Ist ja cool. So, und dann machen wir das hier auf. Ah, okay. So. Und dann sieht das so aus. Hier seht ihr das. Hier kommt dann das Ding rein. Und das ist wohl ein langer Schlauch, hat meine Frau gesagt. Und den Knoten muss man selber reinmachen, steht in der Anleitung, und dann unten einhaken. Und dann kommt hier die Windel rein. So, seht ihr, wartet mal, ich mach mal so, dann seht ihr das ein bisschen besser. Da kommt die Windel drin, unten ist ein Loch. Und dadurch wird er drin gestopft. Und wenn die Windel dann hier reingeht, stopft ihr die Windel damit praktisch runter. Dann geht die da runter und dann soll die wohl
eingerastet werden, Hasi? Die gefaltete. Ach nee, die muss man selber machen. Vom Greifer gehalten wird, dann zum Versiegeln der Windel 360 Grad im Uhrzeigersinn drehen. Ja, hier. Also einmal so und dann wird es versiegelt und dann drückt man runter und dann ist es weg. Rundherum. Jo. Also da bin ich echt mal gespannt. Und glaubt mir. Wenn es nur halb so viel bringt, wie ich mir erhoffe, dann ist das schon mal eine wesentliche Verbesserung, weil die Kleine, seit die umgestellt ist, jetzt auf Beba, also vorher Buttermilch, dann Muttermilch und Hip, dann Muttermilch und Beba, jetzt überwiegend Beba und ab und zu Muttermilch, weil nicht genug Muttermilch da ist. Nachts nur noch stillen. Nachts halt nur noch stillen. Ihr glaubt nicht, wie das stinken kann. Also am Anfang hat es nicht so, wie alle sagen immer, oh, das stinkt oder gar nicht. Am Anfang, wo sie auf der Welt war und, ach, das war ja wie Zuckerwatze Furz oder so. Das war nicht easy. Aber seit die jetzt auf Beba ist, ist das so ekelhaft geworden. Erstmal sieht es scheiße aus. Also sieht nicht aus wie scheiße, das ist grünlich manchmal. Nee, das ist so ackerfarben. Ockerfarben. Jetzt, am Anfang war es grünlich. Mhm. Jetzt ist es ockerfarben. Also so wie Senf. Naja, ein bisschen dunkler. Ja. Ein bisschen dunkler. Also ins Gräuliche. So ist egal. Wir unterhalten uns zu viel über Scheiße. Und es stinkt wie die Hölle. Du kommst vor allen Dingen ins Zimmer rein. Wir haben ja jetzt einen normalen Windel. Einmal Windel rein, fertig zu. Auch wenn wir den jeden Tag runterbringen. Oder zweimal, dreimal so ja runterbringen. Es stinkt in dem Zimmer wie die Hölle. Weil meine Frau hat ja auch alles warm. Weil ist ja auch das Wickelzimmer. Da muss es ja warm sein. Da sind es 30 Grad da drin, ne? Machen wir da ein Thermometer drin, da sind garantiert 30 Grad da drin. Da gehst du rein, da kriegst du gleich einen Hitzschlag, da denkst du, wow, einmal um die Welt, Wüste lässt grüßen. Wie ich. Du. Denn du nicht, weil dir ständig kalt ist. Meine Frau auch, holt ja im Sommer 30 Grad im Schatten. Ihr war kalt. Ihr war kalt. Und das Jahr davor, wo sie noch nicht schwanger war, da hat sie, und ich erzähle jetzt keinen Schmarrn, nur damit ihr das mal zum Vergleich habt. Bei 30 Grad im Schatten oder 35 Grad sogar im Schatten auf der Couch gelegen mit Decke. Ich war nur in Boxershorts, hab geschwitzt aus und getrieft aus allen Löchern. Boah, wie so kalt. Und hat sich noch zugedeckt mit einer Winterbettdecke. Nur mal so. Ja? Also man kann ihr nicht glauben, wenn sie sagt, es ist nicht so warm. Das ist... Ich liebe sie, sie ist meine Frau, aber davon hat sie keine Ahnung. So, das werden wir jetzt testen, weil wir müssen ja gleich Windelwechsel machen. Und dann halte ich euch auf dem Laufenden, würde ich sagen. Ich verabschiede mich, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wert, Träumchen, bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.